Nun, wir wollen hier nicht über die Rastula, Angelegenheit sprechen, sondern über euer Schiff natürlich mehr erfahren. Wenn ihr uns vielleicht herumführen könntet, insbesondere bei den Geschützen, wäre ich sehr interessiert. Nun, ich kann euch die Munition dafür nicht zeigen, da sie sicher eingelagert ist, aber wie ihr bereits an dem Rammsporn entnehmen konntet, ich hatte euch zumindest beobachtet, werdet ihr erkennen, dass sich dort ein harter Schmelze befindet, der sich durch härtestes Holz wie Butter schneidet. Nun ja, so wird euch gegen Archen vermutlich nicht viel helfen, da dieser Zauber nicht gegen magisches Unholz wirkt, nicht wahr? Nun, korrekt. Für ich finde es bezeichnend, dass ihr auf eine Mirhammer-Erfindung zurückgreifen müsst, um einen Kern eures elementaren Schiffes aufrechtzuerhalten. Wie habt ihr eure Geschütze modifiziert? Pentagramme, Kugeln, Fangnetze, Desintegratus oder aber auch Mahlstromgeschosse, Brennepfeile, um Segel in Brand zu setzen. Selbstverständlich sind die Seitentürme mit einem Ignisfero gespeist. Zudem haben wir unsere Draglossas, die dort aufgebaut sind und magisches Feuer verschießen. Wir sind mit dem Fortifex ausgestattet, mit der Nebelwand, mit dem Guardiano, mit dem Ignoratia oder dem Widerwille. Wir sind nun auch mit Fulminicti ausgestattet, um uns nun auch unter Wasser zu behaupten. Unsere Edelsteine sind gespeist mit verschiedenen Zaubern, die alle zu bezeichnen zu lange dauert. Auch unsere Schiffsglocke ist mit singenden Zeichen versehen. Und auch unsere Beiboote mögen im Falle des Falles auch eigenständig lange Strecken zu tauchen. Überaus faszinierend. Ihr solltet, was eure Unterwasserfertigkeiten angeht, vielleicht versuchen, den Schritt von einem Fulminictus zum Culminatio hinzuwagen. Er lächelt gespielt. All unsere Geheimnisse werden wir auch euch nicht verraten. Natürlich doch. Dabei schaut er einmal auf Valpo, der da immer noch an seiner, an seinem Ilmenblattstängel zieht. Also gut, dann, ich hoffe, euch hat diese kleine Führung über das Schiff gefallen und ihr konntet euch einen kleinen Einblick in die Mannschaft, einen kleinen Eindruck machen. Ich bin mir sicher, ihr werdet nicht so etwas solchem aufgeregt sein, aber wenn ihr wollt, können wir gerne eine kleine Übung organisieren, um eure Verteidigungsfähigkeit gegen die magischen Angriffe zu testen. Mich hat euer Pentagramma-Aufbau doch sehr interessiert. Wir sind dabei schon oft gegen Dämonen in den Krieg gezogen. Wenn wir doch auch keines der Plagenbringer vernichten konnten, wohl aber konnten wir ihre Plagen eindämmen. Verzeiht, aber ihr standet dem dämonologischen Äquivalent eines ungebildeten Stümperes gegenüber. Eines großen Kraftprozess, wenn wir auf die Nahkampfanalogie ausweichen müssen, der kein Maß an formeller Bildung erfahren hat. Nun, seid ihr tatsächlich sicher? Immerhin sind es zwei Mirhammer Zaubermeister, die sich in den Diensten von Padigan befanden haben. Oh bitte, diese beiden Stümper? Ich habe mit einem davon gelehrt. Ich sage euch, er könnte keinen Zand beschwören, ohne zwei Nachschlagewerke zur Hand zu haben. Dann werden wir sehen, wie ihr euch im Verlaufe des Jahres Flutens gegen die sieben Plagen zur Wehr setzen könnt. Er war allerdings ein hervorragender Golemant. Sein Verlust wird uns alle noch schwer treffen, in so 5 bis 10 Jahren. Wie gesagt, wir konnten bereits viele der Plagen eindämmen. Die Lederschwingen, das Geschützfeuer, die Tlaluxwürmer oder auch den Stoß von Amritschot. Nun, das Angebot, falls ihr darauf eingehen wollt, steht noch den Rest der Woche. Als Gegenleistung erwarte ich nur aus nächster Nähe, die Gegenmaßnahmen betrachten zu dürfen, in Aktion. Ich werde darüber mit den anderen Magistern sprechen. Selbstverständlich doch. Der verneigt sich leicht. Ich würde mir währenddessen, weil ich das noch nicht angesagt habe, aber das ist halt, was Boltax macht, die Segel, das Steuer und einen von den Edelsteinen mal mit einem Odem anschauen jeweils. Der ist ja schnell gezaubert.
Eins. Zwei. Oh, doppelt 20. Der patzt. Und drei. Willst du den shippen, oder? Nö, das ist, ich guck mir halt das Steuer an und was, im schlimmsten Fall bin ich blind. Ich bin vielleicht stolz auf dich. Ich mach so einen versehentlichen Sichtbereich und... Ja, genau. Aber ich weiß nicht, bin ich der Freund davon, etwas zu shippen, wenn es nicht unbedingt sein muss, um den Charakter am Leben zu halten. Oder wenn ich gerade was besonders Cooles tun will. Ja, was hattest du jetzt angeguckt? Was war das erste? Erst die Segel, dann das Steuer und zum Schluss wollte ich einen Edelstein gucken. Aber wenn das mit den die Segel, Steuer, also die Segel sind mit Zauberzeichen versehen und zwar viele und dann eben auch in den verschiedenen elementaren Formen, also Luft und auch Wasser. Das hatte ich ja schon eingangs gesagt. Teilweise auch Feuer. Du kannst Feuerbannrunen erkennen, sodass die Segel eben selbst auch nicht brennen. Was wolltest du als zweites hier angucken? Das Steuerrad. Das Steuerrad, du würdest sagen, das Steuerrad ist nicht magisch? Okay, da habe ich gepatzt, also super. Ja. Und das dritte war irgendeinen beliebigen Edelstein. Ja, du hast das Gefühl, dass gar nichts mehr Magisches an Bord. Also du guckst dir den Edelstein an, das ist ein profunder, normaler Edelstein. Also warum auch immer die den jetzt hier eingesetzt hat, der ist sündhaft groß, da ist nichts magisch dran. Du blickst dich so ein bisschen umher, alles ist nichts magisch, also... Seltsam. Naja, vielleicht wollen sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Haben wohl gemerkt, dass ich gezaubert habe. Ach, verdammt. Blöd. Kommt Leute, lasst uns gehen. Es war sehr schön hier, aber ich glaube, es wird jetzt auch wieder Zeit, nicht wahr? wir haben ja noch Verbesserungen an unserem Schiff zu machen, nicht wahr? Leute... Also, Capitania, wenn ihr wollt, könnte ich einige Anfragen stellen, was mehrere hundert Meter Schritt, meinte ich, mondsilberner Draht uns kosten würde. Ihr anderen dürft mal auf Seherschärfe würfeln. Alle? Alle anderen außer Boltax. Schauen wir mal, ich Körperschaftskrüppel. Für diese Netze, von denen die Rede war? Es sind keine buchstäblichen Pentagrammanetze, würde ich denken. Die sind ja auch gerade zur Zeit im Hafen nicht oben, sondern unter Deck. Wo genau die liegen, wisst ihr nicht. Aber Zulamin, wenn du dir Boltax anblickst im Verlaufe, während er dann wohl irgendwie gerade von den Planken geht, kannst du sehen, wie wohl seine Augen, sieht aus, als ob die gerissen wären oder gesplittert, wie so eine Glasscheibe. Und dahinter kannst du lilane Fäden erkennen. Wie so ein Spinnennetz. Boltax? Einen Augenblick, ja. Bleib mal stehen. Zulamin geht ein bisschen auf ein Knie runter, um deine Augen genauer betrachten zu können. Irgendetwas ist mit euren Augen. Es sieht aus wie ein gebrochener Spiegel. Was habt ihr getan? Nichts. Ich habe mir nur Sachen angeguckt und dann waren sie auf einmal nicht mehr magisch. Die haben wohl gemerkt, dass ich geguckt habe. Nun, ich hoffe, dass das kein bleibender Schaden ist. Das sieht schrecklich aus. Ich winke mal mit meiner Hand vor seinen Augen hin und her. Seht ihr das noch? Das sehe ich, oder? Ja, du kannst normal gucken. Ja, natürlich. Jetzt nimm die Hand da weg, Abelmir. Dann lasst uns schnell zurückgehen. Ich gebe euch einen Spiegel, dann könnt ihr einen Blick darauf werfen. Denkt ihr, das vergeht von selbst wieder? Ach ja, Unkraut vergeht nicht. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Nun ja, ihr habt es nicht gesehen. Es sieht wirklich beunruhigend aus. Ach, so schlimm wird das schon nicht sein. Ich werde schon nicht diesen magischen Spiegel kaputt gemacht haben. Hoffe ich. Wir sollten schnell gehen. Nur für den Fall, dass doch etwas explodiert, ja? Ja. Aber dann kann man wenigstens nicht behaupten, dieser Tublerkain wäre besser als ich. Habe ich seinen Spiegel einfach so kaputt gemacht. Was für ein Amateur. Was für ein Name hast du gesagt? Tubalkain? So irgendwie, so hieß der Typ aus Seelen. Tubalkain, ja. Darf ich würfeln auf Sagen und Legenden? Sagen und Legenden plus 18. Okay. Man ist kein verhüllter Meister, wenn jeder diesen Namen kennen würde. Außer Nahima, die kennt jeder. Gelungen.
Er sagte auch, es sei ein verhüllter Meister. Ja, und ein guter Eiselementarist. Nun, man erzählt sich gerüchteweise, dass die alte Sephiras ihre Seele an einen verhüllten Meister verkauft hat. Humbug, versteht sich. Aber ein Gerücht, das sich nichtsdestotrotz vehement hält. Lebt sie nicht auch in Seelen? Vielleicht ist etwas dran an der Sache. Bitte, wenn jeder alte Magister, von dem die Studenten behaupten, er hätte einen Seelenpakt geschlossen, um sein Leben zu verlängern, wirklich einen hätte, hätten wir sehr viel größere Probleme als die Heptarchien. Nun, vermutlich habt ihr recht. Andererseits, ja, also, wie alt ist sie? Gerüchten zufolge ist Tubal-Kain von Selem oder Tubarek Al-Kain ein Erzmagier, ein verhüllter Meister des Eises. Und an der Stelle, wo sich die Kom einst befunden hat, soll grüner Dschungel gewesen sein. Und es kann sein, dass Pyrdakor sich mit Tubal-Kain gestritten hat. So genau sind die Umstände da nicht geklärt. Entweder hat Pyrdakor seinen Dschungel entrückt, oder aber Tubal-Kain hat den Dschungel vereist und Pyrdakor ist deswegen, hat sich eine eigene Globule gebaut. Man weiß es nicht genau, man könnte nachfragen. Er hat eine große Stadtvilla in Selem und er ist wohl auch Hüter der Bibliothek von Selem, in der alte Werke liegen, in denen man fast alles das magisches Wissen auch noch aus den dunklen Zeiten finden kann. Und sollte man irgendwann mal nach Selem gehen, eventuell um Nachforschungen zu Darion Pandigan anzustellen, dann könnte man eventuell auch bei Tubarek Al-Kain vorbeischauen. Er ist zwar ein sehr eisiger Zeitgenosse, aber ja, wenn man weiß, wie man sich ihm nähern sollte, gut, bisher, wenn man im Hochrasreich wohnt, hat man keinen Grund nach Selem zu gehen, aber wenn man sich sowieso hier irgendwie aufhält. Ihr wollt ihn nach Selem, insofern. Interessant, vielleicht sollten wir wirklich einmal einen Besuch abstatten. Es könnte sich lohnen für uns, denke ich. Ja, in der Tat. Von einem großartigen Elementaristen zu einem anderen und dann seid noch ihr dabei, Abelmir und ihr Sepetilio. Ihr wollt euch wirklich mit einem verhüllten Meister einlassen? Ich denke, er ist euch weit überlegen an Jahren und Erfahrung. Ich dachte eigentlich immer, ihr würdet weit mehr an eurem Leben hängen. Vor allem ist Tubal-Kain ein Zeitzeuge. Er hat also noch die alte Stadt Elem miterlebt und hat mitbekommen, wie aus Elem das verfluchte Selem wurde, als Fex seinen Schlussstein in das Meer warf. Aber meine Herren... Sagt das Abelmis Probe auch? Nein. Das wäre eine wichtige Info. Aber meine Herren... Doch, mit einem plus 18, also wenn er 1500 Jahre alt ist, dann weiß er auch um, oder mindestens 1500 Jahre, dann weißt du das. Um den Frieden in der Gruppe zu wahren, sage ich, gebe ich solche Infektionen nicht weiter. Meine Herren, jetzt macht euch mal nicht in euer Gewand. Ich habe schon mit mehr als einem verhüllten Meister zu tun gehabt. Mit zwei genauer gesagt. Und mit beiden bin ich sehr gut ausgekommen. Mit einem bin ich sogar befreundet. Mit wem? Xenos von den Flammen. Nun, ich denke, er ist etwas, ein Mensch. Er wird wahrscheinlich auf Besuch von Zwergen und besser wirst du in Zwergen nicht besonders gut zu sprechen sein, aber lassen wir das. Kein verhüllter Meister, das ist ein schimmliges Rad Käse in einem Mantel. Silenzium. Dieb, Totschläger, Eidbrecher, Vergewaltiger, Mörder. Du sollst verdammt sein, Jahr und Tag, umherzuschweifen ohne Travias Wärme, ohne Swafniers Schutz. Du sollst getrieben sein ohne Rast, fernab, heimatlicher Ufer, fern vom Herdfeuer. Ahnen und Enkeln, keinen Schutz sollst du finden bei deiner Sippe. Keiner soll dich aufnehmen und sein Metron mit dir teilen. Unbesungen sollst du sein, deine Saga. Und du sollst dich wiederfinden vor deiner Zeit. Werden eine jede aufrechte Nordfrau und ein jeder treuer Torwaler dich erschlagen, wo du stehst. Du sollst leben ohne Frieden und ohne Ehre, bis du deine Schuld gesühnt hast. Sei verbannt, Friedloser. Ritueller Richtspruch zur Verbannung eines Friedlosen, von alters her überliefert, übertragen von Havulgard. So kommt ihr wieder auf euer Schiff. Die Erfahrungen der Sulmanal und Asori haben euch geprägt. Boltax mit einem Grinsen im Gesicht zurückgelassen, doch seine Augen mit dem Odem kurzzeitig verklärt. Was habt ihr die nächsten paar Tage vor, beziehungsweise die nächsten Stunden? Was wollt ihr als nächstes tun?
Nun, also die nächsten Tage ist natürlich noch einiges zu tun. Heute jetzt speziell nicht mehr so viel, aber Serpentilio? Ich würde gerne zuletzt machen, wenn ich an der langen Liste. Okay, ich setze mich heute noch ein wenig in meine Kajüte oder am besten in die Werkstatt hinein und werde mich ein wenig handwerklich betätigen. Habe ich auch nichts dagegen, wenn mir einer der Zimmermänner oder Lahal Kasch unter die Arme greift. Denn ich will ein größeres Projekt anfangen, und zwar einige Abaletten zusammenzubauen oder gar Abalonen. Okay, ja. Gerade wenn ihr jetzt auch Armbrustschützinnen Schützen habt, dann würde das ja auf alle Fälle Sinn ergeben. Ist das Problem an Abaletten und Abalonen nicht, dass die einigen Komponenten nur von den Schradocker-Zwergen hergestellt werden können? Brauchst du auf alle Fälle ein Berufsgeheimnis für den Verschluss, ne? Ich habe das Berufsgeheimnis Torsionswaffen und... Ja, okay, dann werde ich nichts gesagt haben. Dementsprechend werde ich wohl wissen, wie ich das alles zusammenfüge. Beim Schmieden, falls etwas Spezielles geschmiedet werden sollte, dann muss ich mir eben nach Halkasch zur Arme zur Seite ziehen. Das wird auch ein größeres Projekt. Ich werde wahrscheinlich nicht mal mit einer heute fertig. Oder in die nächsten Tage. Und schicke dann auch noch ein paar Leute zum Markt, um mir eben die nötigen Sachen zu holen. Alles klar. Dann haben wir die Mandos abgefrühstückt. Längeres Projekt angefangen. Boltax. Ja, ich werde mich selbstverständlich ausführlich dem Studium eines gewissen Tagebuchs und ein paar Briefe betätigen. Also ich werde mich in meine Kajüte zurückziehen, Gonnach anweisen, niemanden reinzulassen. Und dann mal schmökern, was das Zeug hält, um nicht nur, Geheimnisse, sondern auch, Klatsch und Tratsch herauszufinden. Also selbstverständlich möchte ich natürlich das ganze Buch von Hivilia auf noch weitere Hinweise und Sachen, die zwischen den Zeilen geschrieben stehen, untersuchen. Aber ich möchte natürlich auch den klassischen Gossip-Klatsch daraus entnehmen. Und die Briefe würde ich demnach genauso untersuchen. Außerdem würde ich den Rest der Zeit, also das sind vermutlich 7 Tage, die wir jetzt haben, oder nur noch 6, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, du hast jetzt zumindest erstmal den ersten Tag so. Genau. Dann würde ich vermutlich nochmal einen Boten auf den Markt schicken, meine Gastgeschenke gehen langsam zur Neige und die möchte ich natürlich wieder auffüllen. Ein paar Flaschen Stollengrollen und 3-4 Flakons mit Stollen Nummer 5. Dann gib mir doch mal einen Wurf auf Geschichtswissen. Schauen wir mal, ob du da in dem Buch sonderlich gut lesen kannst. Ja, ist klar. Geschichtswissen, schauen wir uns das einfach mal an. Das ist ein Wissenstalent. Ich gehöre ja selbst zur lebenden Geschichte mit meinen 80 Jahren. Das sieht ganz gut aus. Ja, die Familie Marix hat erst vor kurzem, also vor 40 Jahren, ihr Kontor in Perikum eröffnet und dann ist es auch relativ schnell nach oben gegangen, denn Ola Marix selbst hat alanfanisches Blut, selbst wohl fettleibig, schwitzend und hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Er bezeichnete sein Kontor wohl auch gerne in Anlehnung an die alanfanische Herkunft als Perle der Sphinx. Und auch seine alanfanischen Sitten haben ihm dann eben auch sowas wie Vater- oder Brudermord nachgesagt. Zumindest sind das so die Gerüchte, die man hier wohl lesen kann. Nicht unbedingt in den Tagebüchern, die du dann dort liest. Hivilia wird das sowas natürlich dann fern davon halten und auch in den Briefen kannst du sowas nicht erkennen. Aber wenn du dich dann mehr und mehr mit der Familie von Marix beschäftigst, dann wird eben so etwas dabei herumkommen. Alles klar. Gut, das ist doch schon mal interessant zu wissen. Gut, fangen wir Abelmir. Ja, ich würde dann nicht meinen mechanischen Elefanten als Gastgeschenk für die Shania fertigstellen. Zumindest probieren. Des Weiteren natürlich meinen mechanischen Hahn. Auch schon mal erste Anfangsskizzen zu machen zu neuartigen Geschützen, wie ich sie auf der Sulman al-Nasuri gesehen habe. Und zwar vielleicht mit Eis statt mit Feuer. Okay, aber auch dafür brauchst du ein Berufsgeheimnis. Ja, oder aber du willst es dir selbst beibringen. Ist auf alle Fälle eine längerfristige Aktion. Ja,
Metallurgie überarbeiten, Mechanik, wie man da dann Eis reinbekommt, und wird natürlich ein größeres Projekt. Rafi, hast du noch irgendwas vor? Soll ich einen Mechanikwurfeln für das Projekt fertigstellen von dem Elefanten? Und dem ja, für den Elefanten kannst du mir schon mal Feinmechanik geben. Rafi, hast du was vor? Heute nicht mehr, nein. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar, ich schaue bei dem nicht mehr Fex-Geweihten in der Gefängniszelle vorbei, denn der kann da ja nicht ewig bleiben. Wenn du die öffnest, wirst du feststellen, dass er verschwunden ist. Ich schaue den Dukatengardisten. Ist es denn noch ein Dukatengardist? Vielsagend an. Sollte hier nicht ein Gefangener sein? Nö, ich habe niemanden rausgelassen. Er war angekettet. Zulamin schaut einen Schritt zur Seite, dass er in die leere Zelle sehen kann. Uns wurde nie gesagt, dass das ein Fexgeweihter ist. Nun ja, grämt euch nicht. Es ist in Ordnung. Ich wollte ihm zwar eigentlich Hilfe anbieten, aber... Nun ja, wenn er weg ist, ist er weg. Wir werden das Deck nach ihm durchkämmen. Nicht, dass er sich hier noch irgendwo aufhält. Ja, ich denke, wenn er das Schiff verlassen hat, ist das in Ordnung. Aber wenn er sich ohne unser Wissen hier noch herumtreibt... Nun, ich glaube, das wollen wir nicht. Tut euer Bestes. Aber schön, dass ihr euch, dass ihr uns solche Dinge mal erst nachträglich anvertraut. Nun, wir haben es selbst erst nachträglich erfahren. Naja, und aber uns nicht kommuniziert, oder? Da dürft ihr euch bei Hasswulf bedanken. Wobei, der hat uns ja leider verlassen. Naja, aktuell bedanke ich mich bei euch. Aber ich will das nicht kritisieren, ihr werdet das schon wissen. Männer, sucht den Halunken. Und damit ziehen sie umher. Gut, und dann würde ich irgendwann die Tage das auch gerne mit der Bordkaplanin noch regeln. Aber ich habe diese Havulgard ja eingeladen, herzukommen. Das heißt, ich laufe jetzt erstmal nicht hinterher. Und Ephanora weiß ich nicht mehr. Wie seid ihr mit der verblieben? Die wollte, glaube ich, auch mal vorbeischauen. Ja, okay. Dann vielleicht nicht mehr heute. Halt, schauen, wann die kommen. Ja, im Laufe des Tages. Deswegen die Frage, was du im Laufe des Tages machst. Serpentilio, was tust du? Okay, die Woche über wird Serpentilio sich... Nee, heute erstmal. Heute nur. Oh, das ist relativ einfach. Ich entwickle eine Artefakt-Thesis, die dauert 10 Stunden. Das tue ich im Kopf, da ich sowas garantiert nicht aufschreiben werde. Entsprechend entfallen alle Proben. Und es äußert sich daran, dass Serpentilio den größten Teil des Tages in seiner Hängematte liegt und die Decke anstarrt. Und allenthalben da mal mit einem Stück weißer Kreide etwas draufzeichnet. Okay, was soll die Artefakt-Thesis tun? Die ist für einen Invocatio-Auxiliator. Also schon ein eher spezielleres Stück Hardware. Gut, dann während ihr beschäftigt seid, könnt ihr so gegen 16., 17. Stunde hören, wie die Dukatengardisten bei Zulamin anklopfen. Herein? Wir haben jetzt hier die Swafnir-Geweihte, die hat tatsächlich auch eine Ferdi mitgebracht. Sieht zumindest aus, als ob die eine bei der anderen im Schlepptau ist. Oh, die Damen. Ja, sollen wir sie reinlassen? Ja, okay. Ja, eine Minute später kommen sowohl Havulgard als auch Ephanora von Betana in deine Kajüte. Ah, ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Willkommen! Swafnir zum Gruß. Effert mit euch, hallo. Ich bin Ephanora. Ist es richtig, dass ihr beide euch um das Amt der Bordkaplanin bewerben möchtet? Ist nur eine Stelle frei, dann kann Ephanora wieder verschwinden. Also ich will jetzt auch niemanden zur Last legen, ne? Ich habe jetzt ein gutes Abschlusszeugnis aus Betana mit dabei. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch das angucken. Aber wenn es tatsächlich nur einen Platz gibt, dann möchte ich auch nicht stören. Nun, ich denke, ich würde mich mit euch beiden gerne unterhalten. Vielleicht nicht mit beiden gleichzeitig. Lasst uns ein wenig über Deck gehen. Ephanora, ich spreche zuerst mit Havulgard. Ihr könnt euch gerne an Deck umsehen und komme dann zu euch, ja? Ja, ich warte gerne. Ich nicht.